DAZN und Sky teilen sich in der diesjährigen Saison der Champions League die Spiele untereinander auf. Goal liefert den Überblick, wo und wann die Fußballspiele der Königsklasse in Deutschland live im TV und im Livestream gezeigt werden. Erlebe die Champions League live auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Vorab solltet ihr wissen, dass der ZN 84 von 96 Spielen der Gruppenphase live und exklusiv in voller Länge zeigt. Die Schlüsselinformationen zur Champions League bei der ZN, 12 Einzelpartien mit deutscher Beteiligung live und exklusiv auf der ZN pro Spieltag, 14 von 16 Spielen der UEFA Champions League Gruppenphase in Deutschland und Österreich auf der ZN. Der ZN-Fans in Deutschland dürfen sich auf den FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam, 2 Spiele von Borussia Dortmund, 4 Spiele vom FC Schalke 04, 5 Spiele der TSG Hoffenheim sowie absolute internationale Spitzenspiele wie FC Liverpool gegen Paris Saint-Germain freuen. Der erste Spieltag findet am Dienstag und Mittwoch, dem 18. und 19. September statt. Anstoßzeiten sind jeweils 18.55 Uhr und 21.00 Uhr. Der erste Monat ist kostenfrei, der Preis für die Folgemonate bleibt bei 9,99 Euro. Seit Mitte August läuft die Saison 2018-19 in den nationalen Ligen bereits wieder. Höchste Eisenbahn also, dass auch die Champions League wieder startet. Nach der langen Qualifikationsrunde ist es nun soweit, die Königsklasse, der renommierteste Clubwettbewerb der Welt, geht wieder los. Viele Top-Clubs haben in der Sommertransferphase ordentlich aufgerüstet. Nun gilt es, das zuletzt dreimal in Folge triumphierende Real Madrid vom Thron zu stoßen, das mit Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin einen schmerzhaften Abgang verzeichnen musste. Neben den Königlichen zählen auch wieder der FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern München und Atletico Madrid zu den Top-Favoriten in der Champions League. Damit ihr auf keinen Fall verpasst, wenn die CL-Melodie wieder läuft, liefert Goal hier eine Übersicht für alle Spiele, die in Deutschland im TV und im Livestream zu sehen sein werden. Champions League live im TV und Livestream am Dienstag, 18. September 2018, Begegnung Gruppe, Anstoß, Zeit, TV-Sender, Livestream, FC Barcelona, PSV Eindhoven, B18.55 Uhr, DAZN Inter Mailand, Tottenham Hotspur, B18.55 Uhr, DAZN AS Monaco, Atletico Madrid, A21.00 Uhr, DAZN FC Brügge, Borussia Dortmund, A21.00 Uhr, Sky FC Liverpool, Paris Saint-Germain, C21.00 Uhr, DAZN Roter Stern Belgrad, SSC Neapel, C21.00 Uhr, der ZN Schalke 04, FC Porto, D21.00 Uhr, der ZN Galatasaray, Lokomotive Moskau, D21.00 Uhr, der ZN Konferenz A, B, C, D18.55, 21.00 Uhr, Sky Champions League live im TV und Livestream am Mittwoch, 19. September 2018, Begegnung Gruppe, Anstoß, Zeit, TV-Sender, Livestream, Ajax Amsterdam, AEK Athen, E18.55 Uhr, der ZN Schachtal Donetsk, 1899 Hoffenheim, F18.55 Uhr, der ZN Benfica, FC Bayern, E21.00 Uhr, Sky Manchester City, Olympique Lyon, F21.00 Uhr, der ZN Real Madrid, AS Roma, G 21.00 Uhr, DAZN Viktoria Pilsen, ZSKA Moskau, G21.00 Uhr, DAZN FC Valencia, Juventus Turin, H21.00 Uhr, DAZN Young Boys Bern, Manchester United, H21.00 Uhr, DAZN Konferenz EFG, H18.55, 21.00 Uhr, Sky Champions League live im TV und Livestream am Dienstag, 2.
Oktober 2018 Begegnung Gruppe Anstoß Zeit TV-Sender, Livestream 1899 Hoffenheim, Manchester City F 18.55 Uhr Sky Juventus Turin, Young Boys Bern H 18.55 Uhr DAZN Bayern München, Ajax Amsterdam E 21.00 Uhr DAZN AEK Athen, Benfica E 21.00 Uhr DAZN Olympique Lyon, Schachtyor Donetsk. F21.00 Uhr DAZN AS Rom, Viktoria Pilsen G21.00 Uhr DAZN ZSKA Moskau, Real Madrid G21.00 Uhr DAZN Manchester United, FC Valencia H21.00 Uhr DAZN Konferenz EFG H18.55 21.00 Uhr Sky Champions League live im TV und Livestream am Mittwoch 3. Oktober 2018 Begegnung Gruppe Anstoß Zeit TV-Sender, Livestream Paris Saint-Germain, Roter Stern C 18.55 Uhr DAZN Lokomotive Moskau, FC Schalke 04 D 18.55 Uhr DAZN Atletico Madrid Club Brügge 21.00 Uhr DAZN Borussia Dortmund AS Monaco 21.00 Uhr Sky Tottenham Hotspur FC Barcelona B 21.00 Uhr DAZN PSV Eindhoven Inter Mailand B 21.00 Uhr DAZN SSC Neapel FC Liverpool C 21.00 Uhr DAZN FC Porto Galatasaray D 21.00 Uhr DAZN Konferenz A B C D 18.55 21.00 Uhr Sky Champions League live im TV und Livestream am Dienstag 23. Oktober 2018 Begegnung Gruppe Anstoß Zeit TV-Sender, Livestream AEK Athen, FC Bayern E 18.55 Uhr Sky Young Boys Bern, FC Valencia E 18.55 Uhr DAZN Ajax Amsterdam, Benfica E 21.00 Uhr DAZN Schachtyor Donetsk, Manchester City F 21.00 Uhr DAZN 1899 Hoffenheim, Olympique Lyon. F21.00 Uhr DAZN Real Madrid, Viktoria Pilsen G21.00 Uhr DAZN AS Rom, ZSKA Moskau G21.00 Uhr DAZN Manchester United, Juventus H21.00 Uhr DAZN Konferenz EFG H18.55 21.00 Uhr Sky Champions League live im TV und Livestream am Mittwoch 24. Oktober 2018 Begegnung Gruppe Anstoß Zeit TV-Sender, Livestream FC Brügge, AS Monaco 18.55 Uhr DAZN PSV Eindhoven, Tottenham Hotspur 18.55 Uhr DAZN Borussia Dortmund, Atletico Madrid A 21.00 Uhr Sky FC Barcelona, Inter Mailand B 21.00 Uhr DAZN Paris Saint-Germain, SSC Neapel. C 21.00 Uhr DAZN FC Liverpool, Roter Stern Belgrad C 21.00 Uhr DAZN Lokomotive Moskau, FC Porto D 21.00 Uhr DAZN Galatasaray, FC Schalke D 21.00 Uhr DAZN Konferenz A B C D 18.55 21.00 Uhr Sky Champions League live im TV und Livestream am Dienstag 6. November 2018 Begegnung Gruppe Anstoß Zeit TV-Sender, Livestream AS Monaco, FC Brügge 18.55 Uhr DAZN Roter Stern Belgrad, FC Liverpool C 18.55 Uhr DAZN Atletico Madrid Borussia Dortmund A 21.00 Uhr DAZN Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven B 21.00 Uhr DAZN Inter Mailand, FC Barcelona B 21.00 Uhr DAZN SSC Neapel, Paris Saint-Germain C 21.00 Uhr DAZN FC Porto, Lokomotive Moskau D 21.00 Uhr DAZN Schalke 04 Galatasaray D 21.00 Uhr Sky Konferenz A B C D 18.55 21.00 Uhr Sky Champions League live im TV und Livestream am Mittwoch 7.
November 2018 Begegnung Gruppe Anstoß Zeit TV-Sender, Livestream ZSKA Moskau Asrom G 18.55 Uhr der ZNFC Valencia, Young Boys Bern H 18.55 Uhr der ZNFC Bayern, AEK Athen E 21.00 Uhr Sky Benfica, Ajax Amsterdam E 21.00 Uhr der ZN Manchester City, Schachtyor Donetsk. F21.00 Uhr DAZN Olympique Lyon 1899 Hoffenheim F21.00 Uhr der ZN Victoria Pilsen, Real Madrid G21.00 Uhr der ZN Juventus Turin, Manchester United H21.00 Uhr der ZN Konferenz EFG H18.55 21.00 Uhr Sky Champions League live im TV und Livestream am Dienstag 27. November 2018 Begegnung Gruppe Anstoß Zeit TV-Sender, Livestream AEK Athen, Ajax Amsterdam E 18.55 Uhr der ZN ZSKA Moskau, Viktoria Pilsen G 18.55 Uhr der ZN FC Bayern, Benfica E 21.00 Uhr Sky Olympique Lyon, Manchester City F 21.00 Uhr der ZN 1899 Hoffenheim, Schachtyor Donetsk F 21.00 Uhr DAZN Asrom, Real Madrid G 21.00 Uhr der ZN Juventus Turin, FC Valencia H 21.00 Uhr der ZN Manchester United, Young Boys Bern H 21.00 Uhr der ZN Konferenz EFG H 18.55 21.00 Uhr Sky Champions League live im TV und Livestream am Mittwoch 28. November 2018 Begegnung Gruppe Anstoß Zeit TV-Sender, Livestream Atletico Madrid AS Monaco 18.55 Uhr DAZN Lokomotive Moskau, Galatasaray D 18.55 Uhr der ZN Borussia Dortmund FC Brügge 21.00 Uhr Sky Tottenham Hotspur Inter Mailand B 21.00 Uhr der ZN PSV Eindhoven FC Barcelona B 21.00 Uhr DAZN Paris Saint-Germain, FC Liverpool C 21.00 Uhr der ZN SSC Neapel, Roter Stern Belgrad C 21.00 Uhr der ZN FC Porto, Schalke 04 D 21.00 Uhr der ZN Konferenz AB, C D 18.55, 21.00 Uhr Sky Champions League live im TV und Livestream am Dienstag 11. Dezember 2018 Begegnung Gruppe Anstoß Zeit TV-Sender, Livestream Schalke 04 Lokomotive Moskau D 18.55 Uhr Sky Galatasaray FC Porto D 18.55 Uhr DAZN AS Monaco Borussia Dortmund A 21.00 Uhr der ZN FC Brügge Atletico Madrid A 21.00 Uhr der ZN FC Barcelona Tottenham Hotspur B 21.00 Uhr DAZN Inter Mailand, PSV Eindhoven B 21.00 Uhr der ZN FC Liverpool, SSC Neapel C 21.00 Uhr der ZN Roter Stern Belgrad, Paris Saint-Germain C 21.00 Uhr der ZN Konferenz AB, C D 18.55 21.00 Uhr Sky Champions League live im TV und Livestream am Mittwoch 12. Dezember 2018 Begegnung Gruppe Anstoß Zeit TV-Sender, Livestream Real Madrid, ZSKA Moskau G 18.55 Uhr der ZN Victoria Pilsen, AS Rom G 18.55 Uhr der ZN Benfica, AEK Athen E 21.00 Uhr der ZN Ajax Amsterdam, FC Bayern E 21.00 Uhr Sky Manchester City 1899 Hoffenheim F 21.00 Uhr der ZN Schachtyor Donetsk Netzk Olympique Lyon F 21.00 Uhr DAZN FC Valencia, Manchester United H 21.00 Uhr der ZN Young Boys Bern, Juventus Turin H 21.00 Uhr der ZN Konferenz EFG H 18.55 21.00 Uhr Sky Champions League 2018/19 live im TV und Livestream der ZN und Sky Die Champions League live im Free TV sehen zur Saison 2018/19 wurde in der Champions League eine Änderung bei den Übertragungsrechten vollzogen.
Bisher waren ausgewählte Partien, meist deutscher Mannschaften, vom ZDF gezeigt worden. Ab sofort wird die Königsklasse jedoch nicht mehr im Free-TV zu sehen sein. Mit DAZN die Champions League im Livestream sehen gut angelegter Zehner pick.twitter.com/o9handbike DAZN-de @dessen_de 22. August 2018 für die Saison 2018-19 hat sich das Streamingportal DAZN die Rechte für die Übertragung der UEFA Champions League und der Europa League gesichert. Hier könnt ihr fast alle Partien des wichtigsten Vereinswettbewerbs Europas streamen. Zusätzlich bietet DAZN alle Begegnungen aus der englischen Premier League, der spanischen La Liga, der französischen Liga NA und der italienischen Serie A. Doch nicht nur der Fußball findet seinen Platz beim Portal der Perform Group. Neben Live-Fußball bietet DAZN ein vielfältiges Angebot an Sportarten. So können neben Football, NFL, Basketball, NBA auch Spiele der NBL, Baseball und der NHL Eishockey geschaut werden. Weitere Sportarten sind beispielsweise Tennis, Darts, Handball und Boxen. Hier habt ihr die Möglichkeit, das aktuelle Livestream-Angebot einzusehen. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos. Die Folgemonate kosten jeweils 9,99 €. Bezahlt werden kann das Abo auch per PayPal. DAZN hat erst kürzlich seine Zahlungsmethoden neu aufgestellt. Das Streaming-Portal bietet seinen Nutzern Apps im Google Play Store oder Apple Store an. Besitzer einer PlayStation 4 oder eines Amazon Fire TV Sticks können sich die App kostenlos herunterladen und Spitzensport live genießen. Zur Saison 2017-18 war Sky der alleinige Pay-TV-Anbieter der UEFA Champions League in Deutschland. Ab dieser Spielzeit teilen sich DAZN und Sky die Rechte. Wie genau die beiden Anbieter sich die CL-Partien aufteilen, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die Champions League im Livestream bei Sky Go sehen Kunden des Pay-TV-Senders Sky können ausgewählte Spiele der diesjährigen CL-Saison im Online-Portal von Sky, Sky Go, sehen. Neben der Königsklasse zeigt Sky die Bundesliga, die zwei Bundesliga und den DFB-Pokal live. Sky Go ist neben dem klassischen PC auf allen gängigen internetfähigen Geräten wie Android- oder Apple-Produkten Z. Smart und iPhones verfügbar. Dafür müssen aus dem Google Play oder dem App Store nur die jeweiligen Apps heruntergeladen werden. Alle UEFA Champions League Sieger der Geschichte, Champions League Live in TV und Livestream, das ist neu Champions League. Die Anstoßzeiten in der Gruppenphase wird es künftig zwei Anstoßzeiten geben. Zwei Spiele eines Tages beginnen um 18:55 Uhr, die restlichen sechs Partien werden um 21:00 Uhr angepfiffen. Ab der K.O.-Phase wird es eine einheitliche Anstoßzeit um 21:00 Uhr geben. Champions League, das Geld 2 Milliarden Euro pro Jahr werden bis 2021 an die teilnehmenden Mannschaften ausgeschüttet, neben dem Startgeld 25%, den Prämien 30% und dem sogenannten Marktpool 15% gibt es jetzt auch einen Topf, der gemäß einem Club-Koeffizienten aufgeteilt wird 30%. Von diesen 600 Millionen Euro profitieren vor allem Clubs, die bereits in der Vergangenheit erfolgreich waren. Der FC Bayern München als fünfmaliger Gewinner des Landesmeisterpokals hat nach Berechnungen der Sportbild daher schon vor Beginn der neuen Saison 48,3 Millionen Euro sicher, Hoffenheim dagegen nur 16,1 Millionen. Die zehn legendärsten Finals der Champions League. Champions League, die Teilnehmer, die ersten vier Verbände in der Fünfjahreswertung, aktuell Spanien, England, Italien, Deutschland, der UEFA erhalten vier feste Startplätze, ab dieser Saison deshalb erstmals auch Deutschland, FC Bayern, Schalke, Dortmund, Hoffenheim. Dazu kommen Fixstarter aus Frankreich, Russland, je zwei, Portugal, Ukraine, Belgien und der Türkei, je eins.
will sich Atletico Madrid als amtierender Sieger der Europa League für die Gruppenphase in der Champions League qualifiziert hat, geht ein zusätzlicher Platz an Frankreich, 5. Damit ist auch der 3. der Liga einer Olympique Lyon sicher dabei. Weil zudem die diesjährigen Finalisten Real Madrid und FC Liverpool für die kommende Saison bereits einen festen Startplatz haben, geht der Fixplatz des Titelverteidigers diesmal an den Meister des 11. der 5-Jahres-Wertung, Tschechien, Viktoria Pilsen. Champions League, die Qualifikation. Die 6 freien Plätze für die Gruppenphase werden über 2 Qualifikationswege vergeben. Die Meister aus den Ländern 12 bis 55 der 5-Jahres-Wertung spielen in mehreren Qualifikationsrunden 4 Startplätze aus. Gleiches gilt für die verbleibenden 2 Startplätze, um die der 3. aus Russland und die Vizemeister aus den Verbänden 7 bis 16 in der 5-Jahres-Wertung kämpfen. Champions League, die Kaderin spielen mit Verlängerung, ist künftig ein 4. Einwechselspieler erlaubt. In den Endspielen dürfen 23 statt 18 Spieler nominiert werden. Nach der Gruppenphase dürfen die Clubs ohne Einschränkung 3 Spieler nachmelden. Bislang war ein Spieler, der bereits ein Europapokalspiel bestritten hatte, für seinen neuen Club in diesem Wettbewerb gesperrt. Mehr zur Champions League.